Also mein allererstes Video, da habe ich meine Handykamera auf einen Stapel Bücher gestellt. So, habe irgendwie eine Lampe angemacht, die ich da hatte. Und fertig war das. So, ich glaube, was man halt braucht, ist so den Mut zu sagen, okay, und jetzt veröffentliche ich das halt. Ja, herzlich willkommen zu einem erneuten EEB-Talk. Diesmal haben wir als Gast hier unter mir den Gunnar Engel, ein Pfarrer, also ein Pastor aus der Nordkirche, sehr aktiv als YouTuber auch auf Instagram. Und ja, wir haben gedacht, wir unterhalten hier uns einfach mal und schauen, wie sich so die Arbeit YouTube, Instagram, Social Media im Pfarrberuf einfach bewährt, wie er dazu gekommen ist und bieten natürlich auch die Möglichkeiten, Fragen auch zu stellen. Zum Ablauf für diejenigen, die noch nicht mit dabei waren. Das Ganze hier ist einfach ein lockeres Gespräch. Wer sich mit unterhalten möchte, kann das gerne machen. Wir haben die Möglichkeit, über Chat einfach auch Fragen zu stellen. Oder alle paar Minuten machen wir einfach nochmal so eine Rückrunde in die Gruppe, ob noch einfach noch Fragen da sind, sodass wir hier in die Diskussion nochmal reinkommen. Gut, es wird eine Aufzeichnung geben, die dann nachher im Blog und auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht wird. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Gunnar, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier in unserem hessischen Internet. Und ja, dass du aus Norddeutschland da hier runtergefunden hast. Und ja, vielleicht stellst du dich einfach mal vor und präsentierst uns mal deinen YouTube-Kanal. Ja, das kann ich gerne machen. Also, ich bin Gunnar Engel. Ich bin, genau, Pastor heißt das bei uns hier oben. Ich bin lutherischer Pastor hier in einer kleinen Landgemeinde. So 10 Minuten südlich von Flensburg, da kann man das so ein bisschen einordnen. Also kleines Dörfchen hier im Norden. Und eigentlich bin ich ja wirklich so ganz normaler Pastor und habe irgendwann so vor einem halben Jahr festgestellt, dass diese YouTube-Sache ganz gut funktioniert. Also ich hatte da schon immer Lust drauf, weil das ist auch so das Medium, was ich am meisten benutze. Wenn ich irgendwas nicht weiß, gucke ich bei YouTube rein. Wenn ich wissen will, wie lässt man Luft aus einer Heizung raus, gucke ich mir ein Video an und dann habe ich es gelernt. So. Und dachte, ja, das müsste doch für den Glauben eigentlich auch irgendwie so ein paar Tipps ein bisschen funktionieren, so, weil das ist irgendwie mein Medium. Und habe dann vor einem halben Jahr angefangen, so einen kleinen Kanal zu machen. Ich kann ja einfach mal den Bildschirm freigeben, dann kann man die erste Ansicht sozusagen davon sehen. Kleine Sekunde. Und das habe ich mir so Stück für Stück halt irgendwie zusammengebaut. So, jetzt müsste man den sehen können, ne? Genau, richtig. So, das ist sozusagen die Ansicht von meinem Kanal. Und ich mache halt so unterschiedliche Videos im Endeffekt. Also ich mache alles Mögliche zu Bibellesen ist ein Thema. Frag den Pastor ist so eine Serie, da können die Leute mir entweder über YouTube oder auch über Instagram Fragen stellen und die beantworte ich dann immer in so kleinen Videos. Also nichts Großes, sondern so eine Frage, 1 bis 2 Minuten Antwort und dann 10 Fragen in einem Video. Und dann mache ich so größere, so theologischen Themen. Und so eine kleine Vlog-Geschichte habe ich auch. Aber da habe ich noch nicht so viel gemacht. Also so ein bisschen die Leute mit hineinnehmen. Was macht so ein Pastor eigentlich den ganzen Tag über? Weil häufig ist ja das, was man sieht, quasi Sonntagmorgens oder auf einer Beerdigung oder so. Aber der Beruf bietet ja einiges mehr noch. Und da versuche ich so ein bisschen Leute mit reinzunehmen. Okay, also das heißt, du hast dann schon, ich sag mal so feste Formate, wie jetzt, ich sehe jetzt hier, frag den Pastor oder auch so theologische Formate und die füllst du dann auch immer mit Inhalten. Genau, also ich bin, seit ich das jetzt aktiv mache sozusagen, seit letzten Juli um den Dreh, kommt jeden Freitag ein Video. Zum Beispiel das von heute Morgen ist das hier. Heute reden wir über den Tod. Kann man hier sehen, wurde vor 3 Stunden veröffentlicht, Freitagmorgens. Hier ist das von letzter Woche und so weiter. Und ich versuche die immer so ein bisschen abzuwechseln. Also so, dass es gibt so einmal im Monat einen so einen Frag den Pastor, dann gibt es immer einmal im Monat so im Schnitt eins, was mir dann so unterwegs ist. Also wo ich mit der Kamera unterwegs bin, zum Beispiel über Weihnachten habe ich so eine kleine Serie gemacht. Was macht so ein Pastor an Heiligabend? Und habe die Leute dann mitgenommen, waren wir auch in der Kirche, in dem Abendgottesdienst und sowas. Und dann auch immer noch irgendwie 1, 2, wo es einfach um irgendein Thema geht, wo man wirklich so 10, 12 Minuten für eine Frage sozusagen nimmt. So, also ein klassisches Beispiel wäre hier unten, wie gehe ich mit Zweifeln um oder sowas. Oder Gebet für Anfänger. So, das sind dann so Klassiker, wo es wirklich in einem Video um ein Thema geht, wo man so ein bisschen mehr Zeit hat dann. Okay, kannst du mal so ein Video anspielen lassen? Also das sehen wir hier ja, glaube ich, auch dann. Ja klar, ich kann ja einfach mal das von heute Morgen starten. Mal gucken, ob das von vorne, nee, fängt mittendrin an, weil ich da irgendwo stehen geblieben bin. Ich spule mal zurück. So, jetzt fängt es von Anfang an.
Jetzt fängt es an. Habt ihr meinen Ton? Das weiß ich nicht. Ja. Okay. Also das wäre jetzt, also die meisten, die Videos sind immer so aufgehört, die haben ein kleines Intro, so unter einer Minute auf jeden Fall. Im Idealfall, also das ist jetzt ja so ein bisschen, ich sag mal so, cinematisch aufgebaut, das Intro. Manchmal so einfach nur, ich sitze vor der Wand und sage, ich habe mir schon immer die und die Frage gestellt, heute reden wir mal drüber. Und dann kommt immer dieser kleine Intro-Clip hier sozusagen, der ist in jedem Video dann drin. Mein Name ist Gunnar Engel, ich bin Pat. Und dann geht das eigentliche Video los. Genau. Und dann eben, jetzt in diesem Fall sitze ich auf dem Friedhof und rede darüber. Also der Aufhänger war eigentlich, ich habe so eine Kladde, die ich immer mitnehme zu Beerdigungsgesprächen. Ich glaube, ich schalte mich mal wieder an, oder? Dann ist das vielleicht netter, wenn ich gerade erzähle. Genau. So, jetzt müsste man mich wieder sehen. Ja. Gut. Der Aufhänger war, ich habe so eine Kladde, so ein A4-Buch, das ich immer mitnehme, wenn ich zu einem Beerdigungsgespräch gehe. Und dann mache ich mir meine Notizen. Und dann sind da am Ende so über jede Person, wo eine Trauerfeier stattfindet, so irgendwas zwischen 2 und 6 Seiten drin, je nachdem, wie viel erzählt wird. Und das Buch ist voll. Jetzt nach 2,5 Jahren habe ich das erste Mal sozusagen, mein erstes Buch ist voll. Und das ist auch der Aufhänger von diesem Video, dass ich sage, das ist das Nächste, was jetzt kommen würde in dem Video. Ich habe bei mir jetzt diese Woche ein Problem festgestellt, was die meisten Leute wahrscheinlich nicht haben. Meine Beerdigungskladde ist voll. Und dann erzähle ich halt so ein bisschen darüber. Und dann, daran ist der Aufhänger eben, dass das Leben am Ende dann aber trotzdem mehr ist, als das, was ich da auf so 4 Seiten aufschreibe. So, und das ist so. Und häufig gibt es irgendeinen Moment, wo ich dann so denke, ach, guck mal, das könnte ein Video werden. So. Und dann entwickelt sich das so nach und nach. Meine Idee war, ich möchte dazu was machen und habe dann so ein bisschen auf dem Friedhof, das ist unser Friedhof bei uns, das im Hintergrund ist die Kirche, in der ich sonntags immer bin, habe ich halt so ein bisschen Szenen gedreht, damit es so ein bisschen Stimmung hat. So. Und dann erzähle ich so ein bisschen. Okay, und wer ist denn die Zielgruppe? Also an wen richtest du dich mit deinen Videos? Also man, sozusagen die Idee, es gibt ja sozusagen die Idee, die ich am Anfang hatte, und dann gibt es die Realität. Das ist ja häufig so, wenn man Ideen hat. Meine Idee ist tatsächlich so dieses ganz Typische, was wir immer alle sagen, naja, und dann wollen wir Menschen erreichen, die mit Kirche momentan noch nicht so viel am Hut haben. So. Und das ist auch tatsächlich wirklich so. Das ist auch immer noch so. Aber es hat sich auf Dauer so ein bisschen, also von der Altersstruktur ist es alles zwischen 14 und, ich kann mal meine Statistiken reingucken, das sagt YouTube dir am Ende immer, wer es geguckt hat sozusagen. Statistik ist irgendwie so zwischen 14 und 40, da ist so die größte Schnittmenge tatsächlich und dann so 20 bis 30er Bereich, das sind so die meisten, wo man sagen kann, ach guck, die gucken das tatsächlich stark so, ne? Was ich am Anfang gar nicht so mit auf dem Plan hatte, ist tatsächlich, dass meine eigene Gemeinde auch nochmal eine Zielgruppe ist, auf eine andere Art. Erst denkt man ja, okay, das Internet, das ist dann riesig und das sind dann alle. So, und ich kriege auch Nachrichten von überall aus Deutschland irgendwie. Aber was im zweiten Schritt war tatsächlich über diese Verbindung Instagram und YouTube, weil Instagram ist das zweite, was ich viel benutze, dass viele Leute hier auch vor Ort sind, die kennen mich halt irgendwie aus ein paar Zusammenhängen oder so, aber gucken dann irgendwie 1-2 Mal über Sachen im Internet rein und tauchen dann in Person auf, weil irgendwie die Hürde nochmal eine andere ist. Sagen, ah, ich weiß ja, Sonntagmorgen ist Gottesdienst und ich habe diesen Typen irgendwie 1-2 Mal gesehen, aber die Hürde ist eine andere, dann einfach mal aufzutauchen, als wenn man mir irgendwie unverbindlich vorher 1-2 Nachrichten schreiben kann, 1-2 Videos gesehen hat und dann auf einmal hört, ach Mensch, Sonntag ist was, das klingt gut, da gehe ich hin. Das ist auch nochmal tatsächlich, also die eigene Gemeinde ist auch nochmal eine Zielgruppe dadurch geworden. Gibt es da irgendwie schon, ich sag mal, gezielte Rückmeldung? Also ich meine, wie wird diese Arbeit, ich sag mal, von der Gemeinde aufgenommen? Also das, was bei mir ankommt, ist sehr positiv. Gerade im Bereich von den jugendlichen, jungen Erwachsenen. Da ja, auf jeden Fall. Ich teile ja auch Sachen, die ich sonst normal mache, dann übers Internet. Also wenn ich zum Beispiel, ich nehme meine Predigten sonntags auch auf und
teile die Links danach über Instagram oder sowas und da kriege ich auch Rückmeldungen von Leuten dann und die teilen das oder auf Facebook teile ich das auch alles, wobei ich Facebook tatsächlich eher so benutze, um Sachen zu teilen. Also ich benutze Facebook nicht aktiv, um irgendwie Fotos, weiß ich nicht, von meinem Frühstückstisch da zu posten oder so. Und ich gucke mir auch nicht wirklich an, was Leute auf Facebook machen, so, sondern ich benutze es tatsächlich eher, um den Messenger zu haben, weil da mir Leute auch aus der Gemeinde dann schreiben, wenn die meine Nummer oder so nicht haben. Und die Rückmeldung ist tatsächlich positiv, also die ist gut. Hm. Weil es, glaube ich, auch niedrigschwelliger ist, als anzurufen oder zu klingeln. Und selbst wenn es nur ist, hey, habe ich gesehen, fand ich cool, so. Hm. Aber es ist tatsächlich auch, dass Gespräche stattfinden. Also ich hatte Situationen, wo ich mit Leuten in Kontakt kam, die habe ich dann getroffen, weil ich zum Beispiel, sind wir wieder beim Thema Beerdigung, weil ich die Mutter beerdigt habe und die Söhne Anfang 20 kannten mich sozusagen aus dem Internet irgendwie. Und da war irgendwie, also das Gespräch war anders als sonst. Ich kann das jetzt nicht genau beschreiben, aber man kannte sich, also man kannte sich nicht wirklich, aber es war eine andere Sache als, okay, jetzt kommt der Pastor zu uns nach Hause. Sondern jetzt kommt irgendwie der Pastor zu uns nach Hause, von dem ich schon ein bisschen was weiß. Auch wenn ich eigentlich in, ich weiß nicht, Hamburg war das, glaube ich, wohne und jetzt nur hier zu Hause bin, weil meine Mutter gestorben ist. So. Ich habe jetzt gesehen, also ich habe mir auch so ein paar Videos von dir angeschaut, die sind ja schon ziemlich cool gemacht. Was für Skills bringst du mit? Also ich meine, es geht ja auch darum, wir wollen ja auch andere Leute motivieren, das jetzt auch zu machen. Wenn ich jetzt aber erstmal Premiere-Profi werden muss und eine zweijährige Ausbildung zum Kameramann machen muss, ist das für die meisten in der Regel eher unrealistisch. Ja. Also wie bist du denn auch zu dieser technischen Ebene gekommen? Also wenn man mal, das Schöne ist ja, man kann ja bei YouTube anordnen nach, wann wurde das veröffentlicht. Und je weiter man zurückgeht, umso einfacher werden die Videos auch. Also das, was wir gerade mit dem Friedhof und mit Kameraschwenks und so weiter, das ist halt das aktuellste Video jetzt so, ne? Und ich versuche mich schon immer ein bisschen zu steigern, aber wenn du zurückgehst, dann sind da Videos, also mein allererstes Video, da habe ich meine Handykamera auf einen Stapel Bücher gestellt. So, habe irgendwie eine Lampe angemacht, die ich da hatte und fertig war das. So, ich glaube, was man halt braucht, ist so den Mut zu sagen, okay, und jetzt veröffentliche ich das halt. So, weil der Trick ist, wenn du, ich habe irgendwie 10 Videos gedreht und habe die nie veröffentlicht, weil ich immer dachte, nee, das passt mir nicht, das ist es nicht, das geht auch anders, weil man hat natürlich die Dinger, woran du dich orientierst, ne? Du guckst dir die Großen an und da passt alles, da stimmt das Licht, die haben ihre Intros, die haben irgendwelche Grafiken und so. Und klar, es ist gut, sich so ein bisschen auch zu orientieren, um zu sehen, okay, wie macht man das überhaupt? Das ist ja auch das Schöne, man kann sehen, wie funktioniert das Medium, indem man einfach guckt, wie man es macht, so. Aber das ist nicht der Standard, den du im ersten Video haben musst. So. Inzwischen habe ich so ein bisschen was, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also ich sitze gerade in meinem Büro und hier hinter der Tür, da hinter der Tür ist das Studio sozusagen, was man sehen kann. Diese Wand, vor der ich dann sitze, mit diesen Holzbrettern, die habe ich mir da irgendwie zusammengebaut, die steht da. Das ist mein Besprechungszimmer eigentlich. Also ist es auch immer noch, aber es ist dadurch auch schöner geworden, wenn Leute in echt zu Besuch kommen. Und was ich halt im Endeffekt technisch benutze, ist so eine kleine Kamera. Ne? Also das ist eine Canon M50 ist das. Mit einem, also im Kit kostet die, glaube ich, 500-600 €. Und dann habe ich noch ein kleines Extra-Objektiv für 200 € drauf. Aber das ist es dann auch. Und ein kleines Mikro für 50. Also das ist sozusagen die kleine Ausstattung. Aber selbst die braucht man nicht. Du kannst heute mit jedem Handy ein YouTube-Video machen. So. Und du kannst Videos auf dem Handy schneiden, dass das auch gut aussieht. Ich benutze Final Cut. Also ich benutze Mac, deshalb benutze ich Final Cut. Das läuft da besser als Premiere. Aber musst du nicht. So, und selbst da ist aber das Schöne, wenn du sagst, okay, ich möchte aber, weil ich jetzt sage, jetzt geht es eine Nummer weiter, dann gibst du halt auf YouTube ein, wie schneide ich mit Final Cut? Ich habe es auch nicht anders gelernt. Also ich habe weder eine Ausbildung in irgendeine Richtung dahin. Das wurde ich auch schon mal gefragt, ob ich mit einer Beleuchterin oder mit einer Cutterin verheiratet bin oder sowas. Bin ich auch nicht. Also, ich habe es halt sozusagen gelernt, weil ich halt irgendwie eine Leidenschaft dafür habe, so technisch-ästhetisch Sachen auszuprobieren und habe dann YouTube-Videos dafür geguckt. Ja, wie ich vorher geguckt habe, wie entlüftet man eine Heizung, habe ich jetzt geguckt, wie schneidet man mit Final Cut. So. Oder wie beleuchtet man was. Man kann theoretisch alles eingeben auf YouTube und kriegt dann ein Video, das es dir irgendwie zeigt. Das ist halt das Schöne. Das ist halt meine Suchmaschine. Genau, du hast jetzt gerade auch gesagt, Ästhetik, da kommt jetzt eine Frage von der Annegret, wie wichtig eigentlich für die Nutzer die Ästhetik ist und ob man gerade auf Instagram, da gibt es ja nochmal so eine besondere Form der Ästhetik, ob man da mitmachen muss, um gesehen zu werden.
Ob man es, also ja, es gibt eine besondere Ästhetik, sowohl auf YouTube und auf Insta. Auf Insta glaube ich noch mehr, weil Insta ist ja wirklich so, ne, das Bild und das ist sozusagen die Geschichte. Die meisten Leute, du kannst ja darunter eine Story schreiben und die lesen die meisten Leute ja nicht. Die scrollen ihr Ding durch und klicken auf die Bilder und so. Und das hat eine gewisse Ästhetik, auch eine gewisse Oberflächlichkeit dadurch. Wird so ein bisschen gebrochen dadurch, dass man auf Instagram ja auch Stories machen kann, also diese kleinen Videos, die da oben drin sind, was ich auch sehr viel benutze. Dadurch wird das nochmal so ein bisschen persönlicher als jetzt so ein, weil die Fotos sind im Endeffekt so gut wie alle Insta-Fotos sind gestellt. Das ist ja auch so. Und trotzdem glaube ich, dass eine gewisse Ästhetik wichtig ist, weil jedes Medium ja auch gewisse Spielregeln irgendwo hat. Also ich sag mal, ich stelle mich ja auch nicht in Unterhose vorne in die Kirche. Und genauso leuchte ich auch, wenn ich sozusagen, also es ist halt ein visuelles Medium, von daher gibt es eine gewisse Ästhetik. Ist die Frage, muss man jeden Schritt mitmachen und muss man sagen, ich will, dass mein Video oder mein Bild so aussieht wie die Videos oder Bilder von und jetzt hier irgendwie Namen von irgendwem einfügen, der es erfolgreich macht. Oder dass man eben sagt, es gibt eine gewisse technische Ästhetik, die auch Sinn macht. Ich sag mal, ich gucke auch Videos nicht, wenn der Ton kaum zu verstehen ist. So, es gibt auch bestimmte Levels, die halt wichtig sind. Genauso wie wieder das Beispiel in der Kirche. Wenn man eine Riesenkirche hat, macht man auch die Mikroanlage an. So, ne? Und so gibt es auch bei Videos bestimmte Dinge. Und ja, gibt es schon eine gewisse Ästhetik. Und es gibt aber auch sozusagen die Ästhetik, die ich in Videos habe, das ist das, was ich schön finde. Also ich finde, es ist auch nichts Schlimmes daran, Sachen schön zu machen. Und das mache ich auch bei meinen Videos so. Und trotzdem ist es immer so ein, ich sag mal, der Inhalt ist mir am Ende wichtiger als die Ästhetik. Also es ist mir am Ende wichtiger, dass das Video einen Inhalt hat, der vermittelt wird und der auch auf eine gute und leicht zugängliche Art vermittelt wird, als dass es jetzt super aussieht, aber dadurch halt im Endeffekt leer war. So, ne? An der Stelle, Lutz, Annegret und die anderen Teilnehmenden, habt ihr Fragen? Also ihr könnt ja mitreden. Habt ihr jetzt gerade Fragen an Gunnar? Ja. Schön. Ich habe es auch nebendran noch mal reingeschrieben. Also, ich habe jetzt gerade erst entdeckt und aufgemacht. Jetzt sehe ich das. Den habe ich ja im Blick, deswegen. Ja. Also ich hatte die Instagram-Ästhetik erwähnt, weil da ja wirklich alles gestellt ist. Und man, die, vor allem die Frauen, die ich jetzt so beobachte, da nur als perfekte Menschen sieht, im perfekt gestylten Hintergrund und so weiter und so fort. Ja. Das entspricht nicht meinem christlichen Menschenbild. Mhm. Wo ich mit all meinen Fehlern und ich habe mich jetzt nicht geschminkt für diesen Auftritt hier, ja. Und ich sitze in meinem Sweatshirt. Ja, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und also das ist ja auch meine christliche Botschaft. Ich bin auch Pfarrerin. Mhm. Ich darf so sein, wie ich bin, und zwar auch in den sozialen Medien. Aber, also ich frage mich, wie heftig da auch die Spielregeln sind. Mhm. Ich hatte jetzt gerade gestern noch von Mädelsabend, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, einen Post gesehen, die sind in der Funk-Mediengruppe unterwegs mit Frauenthemen, also für junge Frauen. Und die haben ganz bewusst sich entschieden, nicht mehr diese perfekten Bilder zu zeigen, sondern eher mal ungeschminkt. Oder also die so hin und her spielen, wie sie gerade Lust haben. Ja. Und also für mich ist das eine theologische Frage. Soll ich direkt darauf antworten? Wenn du möchtest, ja. Ja, verstehe. Einerseits sind natürlich, wie du schon sagst, sind die Bilder natürlich viel gestellt. Und ich merke das auch bei meinen Jugendlichen und sowas. Das ist natürlich was gerade mit, du sprichst jetzt Jugendliche an, ist ja auch deren Medium stark, gerade ganz viel mit den Macht auch, ne? Weil manchmal eben auch nicht so der Transfer da ist. Die sehen nicht alle den ganzen Tag so aus. Die stehen auch nicht morgens so auf und die nehmen sich da dann auch Zeit für so ein Bild und so weiter und so weiter. Ne? Das ist ja nicht deren wahres Leben. Und manche haben das mehr auf dem Zettel, manche weniger. Und da muss man schon ein bisschen gucken. Trotzdem würde ich aber in dem Ganzen auch immer sagen, dass Ästhetik und echtes Menschsein jetzt nicht zwei Dinge sind, die sich gegeneinander ausspielen müssen. Also man kann auch, zum Beispiel, ich kann auch ein ästhetisch schönes Video machen und darüber reden, dass mein Leben nicht perfekt ist. So, und ich glaube, es ist
mir wäre es wichtiger sozusagen, es gibt eine bildliche Ästhetik ja in gewisser Weise, aber es gibt ja auch sozusagen das Drüberwischen, was ja dann nochmal für mich theologisch interessanter wäre, das Drüberwischen über die allgemeinen Themen des Lebens. Also ich, meine Videos sind auch nicht so oder meine Bilder, dass ich sage, ey, alles ist super, der Daumen hoch und so weiter. Also es ist schon so, dass ich darum bemüht bin, eine Realität zu zeigen, aber es ist wie bei jedem Medium natürlich eine ausgewählte Realität. So. Mhm. Und wenn ich dann vor der Entscheidung stehe, naja, stelle ich mir fürs Video zwei Lampen hin, damit man mich sieht, oder mache ich es nicht, dann ist es irgendwo schon auch eine Spielregel des Mediums. So. Ein Video funktioniert halt, wenn Licht an ist. So. Mhm. Was aber trotzdem natürlich nochmal ein anderes Thema ist, im Sinne von, wie sehr sind Sachen gestellt. So. Mhm. Genau. Und also wie, wenn ich selber sowas machen wollen würde, also wie cool muss ich sein, damit es überhaupt angeguckt wird? Ist nochmal so eine andere Frage. Ja, ich habe kein Tattoo. Geht das durch? Ich trage auch relativ lange Ärmel meistens. Also ich glaube, ich wurde da auch mal zu gefragt, wie ich mit so den Tattoos im Allgemeinen umgehe. Es ist auch nicht so, dass ich das vor mir hertrage, dass ich so sage, Achtung, macht Platz, jetzt kommt der coole Pastor mit den Tattoos. So. Im Normalfall habe ich lange Ärmel an, sogar bewusst, wenn ich Leute das erste Mal treffe zum Beispiel, weil ich eben auch nicht möchte, dass die Leute denken, ach guck, jetzt kommt der, ich will eben nicht der Pastor mit den Tattoos sein, sondern ich bin halt ein Christ, ich bin auch Pastor und ich habe auch Tattoos. So. Und ich glaube, so ein realistischer Umgang mit Menschsein eben aber auch in allen Facetten, also es darf eben auch tätowierte Pastoren geben. So. Die Frage ist natürlich dann, wie gehst du damit um? Ne? Also wie gehe ich damit um? Und jetzt die Frage, wie cool muss man sein sozusagen, um YouTube oder Instagram zu machen? Das Schöne ist halt ein demokratisches Medium. Ne? Also man kann so cool sein, wie man möchte oder eben wie man nicht möchte. Und ich glaube, es gibt im Endeffekt eine Zielgruppe für alles, weil dafür ist es halt groß genug. Und ich möchte im Endeffekt auch nicht, dass Leute mich gucken, weil die sagen, der ist cool. Und selbst wenn, dann hoffe ich, dass sie im zweiten Schritt merken, oh, der hat auch eine Botschaft. Mhm. Ne? Gut, danke. Ja, Botschaft ist da, glaube ich, jetzt auch so das Wort. Also inwieweit, denkst du, gelingt es dir, die theologischen Themen, die jeden Pfarrer, Pfarrerin beschäftigen, per Social Media zu transportieren? Kommst du in die notwendige Tiefe oder ist das mehr so ein oberflächliches Anreißen, wo man sich später nochmal drüber unterhalten muss? Also es gibt da ja auch im Bereich YouTube ganz verschiedene Arten, das zu machen. Also das, was ich mache, ist jetzt nicht komplett oberflächlich, aber es ist auch nicht so tief, wie man es machen könnte. Also es gibt ja auch YouTuber, die gerade im amerikanischen Raum, die setzen sich eine Stunde vor die Kamera und machen eine Auslegung zu Lukas 15. So. Und sitzen da einfach und reden eine Stunde lang mit der Kamera. Und das ist natürlich eine andere Tiefe, als das, wenn ich mich da 10 Minuten hinsetze und sage, wie betet man mit dem Psalm oder so. Ne? Das ist was anderes. Wobei eine gewisse Tiefe mir aber schon wichtig ist. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, es geht mir eben nicht nur um Ästhetik und um schick anzusehen. Und viel passiert danach dann tatsächlich in den Kommentaren. Also ich gucke, dass ich zumindest momentan, soweit ich das hinkriege, alle Kommentare, die ich kriege, beantworte. Was zunehmend schwerer wird, weil das tatsächlich mehr wird. Und da ist immer so ein bisschen auch die Spielweise, wie man es benutzt. Also so ein YouTube-Video ist halt fertig abgedreht, dann kommt das und ich kann in den Kommentaren darauf reagieren. Im Gegenzug dazu mache ich manchmal auf Instagram, da kann man ja ziemlich leicht auch Livestreams machen, mache ich zwischendrin mal, wo ich mich einfach mit Leuten unterhalte, die dann eben dazukommen. Das ist natürlich nochmal dann persönlicher auf eine gewisse Art. Und dann gibt es sozusagen das dritte Ding, wenn danach Nachrichten kommen. Also ich kriege Nachrichten von Leuten eben über Instagram oder YouTube oder ich kriege auch E-Mails, weil man relativ leicht rauskriegen kann, wie meine E-Mail-Adresse ist, wenn man googelt. Bis hin zu, dass ich jetzt diese Woche das hatte, dass ich aus unserem Gemeindebüro eine Nachricht bekommen habe mit einer Telefonnummer von einer Frau aus, ich weiß gar nicht, Düsseldorf, Dortmund, irgendwas mit D aus dem Ruhrpott. Und die gerne mit mir sprechen möchte, weil sie ein Video gesehen hat und ich weiß nicht worüber, ich habe noch nicht zurückgerufen, das war erst gestern, aber wobei das eben auch so eine Frage ist, inwieweit man das tatsächlich machen kann, weil es ist halt in erster Linie mein Hobby. Also ich habe keinen Stellenanteil für Social Media oder sowas. So, ich bin ein stinknormaler Gemeindepastor mit einer 100% Stelle, der halt Bock hat, was im Internet zu machen. So. Ja. Und das ist auch nochmal so ein Ding, wo man halt guckt, was davon ist tatsächlich
machbar und was nicht? Also wo sind tatsächlich auch Grenzen? Weil in erster Linie bin ich normaler Pastor. Okay. Lutz, du wolltest dazu was sagen. Gerade da anschließend, das ist eine Frage, die ich auch ab und an gestellt bekomme. Wie schaffst du das neben deinem normalen Dienst und wie viel Zeit geht dafür drauf? Ja. Genau, wie gesagt, also ich habe eine 100%-Stelle in der normalen Gemeinde. Wobei sogar nicht normal, sondern aufgeteilt. Ich habe hier, wo ich hauptmäßig bin, 75% und unterstütze nebenan in der Gemeinde, wo jemand mit 100 ist, nochmal mit 25, was ja diese Aufstellungsdinge auch nicht immer so einfach sind. Und YouTube ist tatsächlich Bonus sozusagen, weil ich da Lust zu hatte. Ich mache YouTube ungefähr 10 Stunden die Woche. Also YouTube und Instagram. Also das ist wirklich Video. Ich mache halt ein Video pro Woche und da fällt drunter Video drehen, Video schneiden. Und sozusagen diesen ganzen Kommentarkram und Gespräche mit Leuten im Anschluss. Ja, also 10 Stunden die Woche. Wobei das auch so ein bisschen verschwimmt, weil es sind halt Sachen, die ich auch sonst, also das Videodrehen nicht, aber so die Instagram-Geschichten, die hätte ich auch sonst gemacht. Ich mache sie jetzt halt nur bewusster sozusagen. Zum Thema Ästhetik zwei Anmerkungen. Einerseits schreibt der Michael gerade im Chat, sehe ich jetzt erst, dass es eine Entscheidung, die du selber treffen kannst. Es gibt ja nicht nur Mädelsabend, es gibt auch eine ganze Reihe von Akteuren, die bewusst auf Normalität setzen. Das ist erstmal ein guter Hinweis, Michael, danke. Und zum anderen, was mir eingefallen ist, wo ich jetzt gerade so ein bisschen geguckt habe, auch so zum Thema Social Media Ästhetik. Ich weiß nicht, wem von euch die Vera Birkenbiel zum Beispiel etwas sagt. Das ist auch eine sehr bekannte Pädagogin, die sehr viel zum Thema Lernen auch macht und die hat auch einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Hier jetzt schon mit 319.000 Aufrufen und der Hintergrund und das Video ist alles andere als inszeniert. Also das ist das die Beherrscherin des organisierten Chaos, ja. Aber sie ist authentisch, ja. Und ich glaube, es ist diese Authentizität, die zusammen mit Kompetenz einfach zum Erfolg beitragen. Ja, das würde ich unterstützen. Und es gibt ja immer wieder Beispiele, wo Leute Kanäle haben, die sind bis ins kleinste Detail bedacht und gedreht und mit sonst was vom Aufwand. Und daneben sitzt jemand, der macht das mit seinem Handy und das gucken 100-mal mehr Leute. Ich glaube, es ist immer auch so ein Zusammenspiel aus authentisch ist ein bisschen das Wort, was da, glaube ich, mit reinkommt. So, ne? Okay. Wenn ich jetzt Pfarrerinnen und Pfarrer habe, die, ich sag mal, Medium YouTube oder Social Media nutzen wollen, komplett neu damit anfangen, was können wir denen empfehlen? Was kannst du denn empfehlen? Ausprobieren. Oder andersrum, was sind, ich sag mal, Erfahrungen, die du gemacht hast, die du durch einen kleinen Tipp andere vermeiden lassen kannst, also oder vorbewahren kannst? Also, mein erster Tipp ist tatsächlich, was ich gerade mit Ausprobieren sagte, also ein bisschen Mut sozusagen haben. Also wie gesagt, ich habe halt die ersten 10 Videos weggeworfen. Die tatsächliche sozusagen, das tatsächliche Lernen fängt aber erst an, würde ich behaupten, ab, also bis zu einem bestimmten Punkt kommt man sozusagen für sich und ab einem bestimmten Punkt lernt man, wenn man das erste Video veröffentlicht hat oder den ersten Post auf Instagram oder was auch immer. So, also es gehört so der erste Schritt, der Mut dazu, tatsächlich damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Ruhig auch mit anderen Leuten, das ist ja das Schöne, dadurch, dass es so ein demokratisches Medium ist, mit Leuten sich drüber unterhalten. Wenn man jemanden hat, wo man sagt, Mensch, der macht irgendwie eine YouTube oder eine Insta oder eine Facebook-Geschichte, die finde ich total cool, dann schreib dem einfach und frag, ob er einen Tipp für dich hat oder sowas. Das ist im Normalfall meistens drin, außer man, also wenn man jetzt nicht irgendwie Bibis Beauty Palace schreibt, wie sie ihre Videos ausleuchtet oder sowas. Ich weiß nicht, ob die antwortet, aber ich sag mal so, wenn man sowas hat und das Wichtigste tatsächlich mit ist, dass man eine Nische hat. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber es gibt der normale Mensch und auch ich. Mein Leben ist nicht so spannend, dass Leute da automatisch reingucken wollen, sondern ich glaube tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen guckt, was ist denn das Thema, was mir am Herzen liegt, was ist das, worauf ich Lust habe, was ist das, wo ich auch irgendwie das Gefühl habe, da hätte ich was zu sagen. Dann ist das höchstwahrscheinlich deine Nische. Und dann guck mal, wie du damit was machen kannst, weil das ist im Endeffekt das Spannende. Was für dich dann spannend ist, wenn du es machst, aber was dann im Idealfall gibt es da draußen auch Leute, die das genauso spannend finden wie du. Die müssen es nur finden dann bei dir. Das ist, glaube ich, so ein, zwei Tipps. Und ein ganz praktischer Tipp,
wenn du dich filmst und Licht an hast, gerade für uns Männer, kauf dir ein Puder. Glanz das Gesicht. Ich bin nicht gepudert heute, das sieht man auch. Ja, nein, das mache ich nachher mit Final Cut noch schön. Mache ich so einen Filter drüber. Ja, schön. So, im Chat kommt jetzt gerade nochmal der Hinweis, dass die Frau Birkenspiel mittlerweile auch, ja, mittlerweile ist gut, seit mehreren Jahren verstorben ist. Das ist ja richtig. Das ändert aber, wie gesagt, auch nichts an der authentischen Darstellung. Der Hinweis auf den Wikipedia-Artikel über sie und der Michael schickt hier gerade noch einen Link, ein Beispiel für die Normalität im kirchlichen Kontext. Gucken wir uns doch gerade hier mal an, und zwar Raderberg und Tal, ein Instagram-Kanal. Ich würde es hier mal durch. Genau, also das ist jetzt auch nicht so der promotete Lifestyle-Kanal, wie man ihn sonst auf Instagram auch kennt. Ja, aber obwohl man tatsächlich, also ich finde den, der ist richtig schön gemacht. Obwohl man aber schon sieht, dass alle Bilder das gleiche Farbprofil haben. Ne? Also die sind nicht, das sind nicht Handyschnappschüsse, die man mal schnell gemacht hat. Aber die sind schön. So, aber die haben ja, das sieht man ja, wenn man so durchscrollt, die haben ja, also bei Instagram nennt man das sozusagen Thema. Die sind alle farblich, passen die Bilder zusammen. Da ist nicht eins knallgrün, eins knallrot und dann eins schwarz-weiß. Also das ist schon bedacht, aber das ist richtig schön gemacht. Ja, also das heißt, man kann dann schon die Techniken, die Filter und auch die Möglichkeiten nutzen und trotzdem nicht so übertrieben glamourös. Dass es nach Plastik aussieht, ja. Genau, nach Plastik aussieht, richtig. Gut. Haben wir sonst noch Fragen jetzt in der Runde? Du hast jetzt beim letzten Video, als du da draußen auf dem Friedhof bist, brauchst du ja eine Kameramann, eine Kamerafrau. Oder? Alles alleine. Ich mache das alles immer alleine. Okay. Ich also, jetzt, welche, meinst du eine bestimmte Szene oder wie meinst du? Nee, ich habe jetzt nur das Intro, was du kurz gezeigt hast. War das mit Stativ dann? Das habe ich jetzt. Genau, also die sozusagen, wo da Bewegung drin ist, diese Szenen, wo man so die Blumen und dann die Schwenks und so, das habe ich sozusagen selber, da sieht man mich ja nicht, das filme ich dann selber. Und bei dem anderen steht die Kamera auf einem Stativ, dieses, wo ich drauf zulaufe und wo ich nachher auf der Bank sitze und sozusagen der Rest vom Video, da sitze ich und erzähle. Das ist halt mit Stativ gemacht, genau. Okay. Im Normalfall filme ich alles selber. Außer es ist jetzt wirklich eine Szene, die gar nicht anders gehen würde, dann frage ich meine Frau. Und hast ein Ansteckmikro oder wie machst du das? Wenn ich drin filme, wo halt kein Wind ist und sowas, dann habe ich schon, also ich habe schon ein extra Video, ich benutze nicht das, was in der Kamera drin ist, wobei das bei der hier, die ich habe, auch gar nicht so mies ist, aber es gibt von Rode, heißt die Firma. Ja, klar. Also mit diesem dänischen O, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja. Die haben für 50 Euro ziemlich gute Mikros. Da habe ich eins, was ich für drinnen benutze, auf der Kamera drauf. Und wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, jetzt beim Friedhof, da war das relativ windig tatsächlich. Da hatte ich so ein kleines Ansteckmikro. Das ist das, was ich normalerweise benutze, um meine Predigten sonntags aufzunehmen. Das geht halt, kann man zum Beispiel direkt ins Handy einstecken. Und die allermeisten Schnittprogramme haben dann eine Funktion, dass man die Videodatei und die Tondatei reinschmeißt und dann einen Knopf drückt und dann verbindet er das automatisch, dass das zusammenpasst. Das erkennen die heutzutage automatisch. Ich meine mich, wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dass ja, das du hier auch so den kleinen Wuschel hier hast, was eigentlich mehr so aus Popschutz besteht als aus Mikrofon. Genau, kostet irgendwie 40, 50 Euro. Genau, richtig. Echt ein solides Ding. Richtig, braucht auch keine externen Batterien, ist deswegen auch ganz praktisch. Okay, Annegret hat noch ein Thema oder eine Frage. Ja, also das Bild von Gemeinde, hattest du schon angesprochen, das verändert sich ja sehr, wenn wir in die sozialen Medien rausgehen. Auf Facebook gibt es ja immer mal wieder Diskussionen unter Kolleginnen, die sagen, inzwischen lesen viel mehr Leute meine Predigten. Also ich schreibe für 10 oder ich halte eine Predigt für 10 oder 30 im Gottesdienst und dann sind da noch 50 plus x, die das draußen lesen. Also Gemeinde erweitert sich dadurch. Ich finde das sehr sympathisch und notwendig auch. Also ich habe noch kein Wort dafür gefunden, was das für ein Gemeindebild ist, aber es ist
sehr viel fluider, für uns auch nicht mehr genau kontrollierbar, aber das ist ja sonst auch nicht. Ich weiß ja nicht, wenn ich unterwegs bin, wer weiß, dass ich die Pfarrerin bin oder nicht. Mhm. So, das würde mich erstmal interessieren. Ich habe dann noch ein anderes, eine theologische Frage. Ja, also jetzt erstmal sozusagen die Frage zu meinem Gemeindebild. Ja, ja. Oder wie sich das auch verändert hat dadurch. Ja. Ja. Sozusagen dieses Beispiel, was du gerade hattest mit der Predigt, dass manche Leute sagen, naja, ich halte die sonntags und dann gibt es aber sozusagen das zweite Publikum, was sie danach liest. Das ist bei mir ein Stück, ja, das ist bei mir auch so, nicht im Lesen so, sondern weil ich die halt mitschneide, die Predigten sonntagmorgens. Ich habe ein Mikro und die dann hochlade auf iTunes oder in irgendwelche Podcast-Apps und sowas. Und da hören die halt auch nochmal eine größere Gruppe hinterher. Das stimmt. Ist für mich jetzt nicht so ein doller Umbruch, weil das für mich tatsächlich auch was ist, womit, was mich im Studium stark begleitet hat. Also ich habe zum Beispiel im Studium, habe ich auch selber stark immer Predigten von anderen Leuten halt gehört. Also für mich ist das nicht so ein Bruch wie vielleicht für jemanden, der seit 30 Jahren Pastor ist. Sondern für mich gehörte das irgendwie immer schon dazu, dass man halt auch mal unter der Woche eine Predigt hören kann. Ob sich das Gemeindebild, würde ich da tatsächlich auch sagen. Ich weiß nicht, ob sich das für mich so stark verändert hat, weil ich bin seit 2,5 Jahren ordiniert. Mein Gemeindebild war halt immer so, dass das auch online stattfindet. Ich würde aber trotzdem sagen, so eine Online-Gemeinde, die nichts mehr hat, wo man sich trifft, das ist für mich auch nicht eine, oder das würde ich, hätte ich auch starke Anfragen dran, ist das wirklich noch eine Gemeinde nach dem biblischen Sinne? So. Da würde ich sagen, da gehört immer zu, dass man das Leben auch tatsächlich miteinander teilt. Und da würde ich sagen, sind online wirklich Grenzen gesetzt, inwieweit man Leben miteinander teilen kann. Also natürlich teilt man das Leben, aber das ist dann natürlich ein sehr ausgewähltes Teilen. Ansonsten ist es für mich tatsächlich so, dass es für mich sehr gut reinpasst in Gemeindeleben. So, weil zum Beispiel so Dinge, wo ich jetzt auch langsam hinterher bin, ist, wir haben zum Beispiel ein Altenheim, um das ich mich hier auch kümmere im Ort. Da sind sehr viele Leute, die können sonntagmorgens nicht kommen. Und da gucken wir jetzt auch gerade nach Wegen, wie wir denen sozusagen unsere Predigten dann ins Altenheim bringen. Mhm. Also klar, ich komme einmal im Monat oder alle 6 Wochen vorbei und mache dann eine Andacht und zwischendrin besuche ich Leute und sowas. Mhm. Aber es könnte sozusagen durch Technik mit Video und so, könnte man sozusagen den Gottesdienst auch dahin bringen, sonntagmorgens. Ne? Was ja auch nochmal eine Möglichkeit wäre, die wir vor 10 Jahren nicht hatten. Ja. Genau, der David Rödler, der schlägt jetzt hier auch gerade vor, Live-Übertragung von Gottesdiensten, Livestreaming. Ist was, wo ich tatsächlich auch gerade dran bin. Also bei uns geht jetzt, ich weiß nicht, wie das bei euch im Süden ist, bei uns im Norden ist es so, dass jetzt das Glasfaser in alle Dörfer kommt langsam. Und da sind wir mit auf der Liste drauf und unsere Kirche wird demnächst ans Glasfasernetz angeschlossen. Und das ist dann so der, auch ein Schritt, der auf Dauer vielleicht mal eine Option wäre, ja. Ich glaube, das ist etwas für die Zukunft noch. Aber auch gerade, was du mit den Altersheimen sagst, noch sind die nicht immer, die meisten nicht so technikaffin damit groß geworden, aber für die Zukunft garantiert. Ich sag mal, in anderen Ländern oder in anderen Gemeindeformen ist das ja tatsächlich, ich sag mal, wenn du in Amerika als Beispiel jetzt in jeder etwas größeren Gemeinde werden Gottesdienste gestreamt, das ist da jetzt nicht so das Novum. Ne? Ich glaube, bei uns sind wir auch stark, dass wir, ich sag mal, das merke ich halt auch, wenn ich so auf Konventen oder so mal unterwegs bin, gerade in der Pastorenschaft haben wir, glaube ich, mehr Manschetten, wenn es ums Internet geht, als der normale Durchschnittsdeutsche, wobei der schon deutlich mehr Bedenken hat, als ich sag mal, der Durchschnittsamerikaner als Beispiel. So, ne? Manche Bedenken berechtigt, manche, glaube ich, auch sind Schreckgespenster. Aber das spielt wahrscheinlich da auch nochmal mit rein. Aber du hast schon was angesprochen, wenn ich nochmal einhaken darf. Du hast schon was angesprochen mit der Online-Gemeinde und dass ja die versammelte Gemeinde, die vor Ort versammelte Gemeinde uns natürlich sehr wichtig ist und sehr wichtig bleiben wird. Und das ist ein Einwand, den ich auch immer wieder höre. Wie entgegnest du dem mit diesem Einwand? Also ein bisschen mache ich... Wir können ja mal in die durchschnittliche deutsche Landgemeinde gucken, was da los ist sonntagmorgens. Also ich komme aus einer Gemeinde, da saß ich mit 5 Omas jeden Morgen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das große Plus ist, was man verteidigen muss, wenn man sagt, oh, jetzt kommt aber das böse Internet, wo sie auf einmal Energie reinstecken wollen.
ist halt die Frage, ne? Ist unser Gemeindebild oder das, was wir machen, ist das denn das Nonplusultra? Ich glaube nicht. Also klar, ich bin super Verteidiger von der, ich würde niemals sagen, so, wir machen jetzt die Kirche zu und treffen uns Sonntagmorgens im Chat. Das ist nicht meine Gemeinde so. Aber genauso würde ich sagen, das, was wir Sonntagmorgens machen und dann sitzen da 5 Omas, also bei mir sitzen nicht 5 Omas, weil wir einiges geändert haben, aber würde ich auch nicht sagen, dass das das ist, wenn die Bibel von der Gemeinde spricht, dass das das ist, was wir jetzt verteidigen müssen. Also ne, es gibt ja immer Bedenken und einen Status quo, der aber auch einige Bedenken mit sich bringen könnte, wenn man mal ernsthaft drüber nachdenkt. Ne? Abendmahl? So wie in Amerika, Hostie verschicken und... Nee, würde ich zum Beispiel, Abendmahl würde ich zum Beispiel sagen, wurde ich letztens mal in einem Interview gefragt, Abendmahl würde ich sagen, ist eine Grenze, das geht nur vor Ort. Sehen andere Gemeinden auch anders. Also ich kenne Gemeinden, die machen ihren Gottesdienst, streamen gleichzeitig und sagen vorher Bescheid, hier, denk dran, Sonntag ist Abendmahl, hast du was auf dem Schreibtisch stehen dafür. Würde ich sagen, ist für mich nicht das Abendmahl. So sehen aber andere anders. So, ne? Aber ich würde sagen, Abendmahl ist etwas, das geht nur vor Ort. Aber ich sage mal, eine Predigt hören geht auch, wenn ich nicht vor Ort bin. So. Zum Thema Streamen hat der David gerade einen Link in den Chat geschrieben, Beginner's Guide to Church Livestreaming, werde ich dann auch noch in die Videobeschreibung auf dem Blog auch noch mit verlinken. Danke, David. Ja, cool. Wir haben da so kleine Anfänge, haben wir, was jetzt da auch tatsächlich vor Ort ist. Wir haben, hat man ja eben im Hintergrund von dem ersten Video gesehen oder von dem aktuellen Video, wir haben halt hier eine kleine Dorfkirche. Die ist halt grundsätzlich, also die Sonntags ist die gut gefüllt so, aber sobald es Konfirmation, Weihnachten ist die halt überfüllt. Wir müssen da grundsätzlich irgendwie Leute nach Hause schicken inzwischen. Und zum Beispiel Konfirmationen übertragen wir Video und Ton ins Gemeindehaus und solche Sachen. Also so die kleinen Anfänge sind, kann man ja auch vor Ort nutzen. Es ist ja nicht so, dass man mit Technik automatisch irgendwie, was ja auch manchmal so diese Idee ist, im unkontrollierbaren Internet auf einmal ist und nicht mehr weiß, was passiert jetzt damit. Es ist ja immer die Entscheidung, was zeige ich und was möchte ich mitteilen. Also ist ja auch in dieser ganzen Facebook-Debatte, dass man sagt, oh nee, meine Kirchengemeinde darf keine Facebook-Seite haben, weil die klauen mir alles. Also du, Facebook hat von dir in erster Linie das, was du Facebook gibst, jetzt um das Beispiel zu nutzen. Also es ist ja nicht so, dass, dass die meine Geburtsurkunde auf einmal laden, wenn die, also ne, es ist ja sozusagen, es ist schon, eine gewisse Weise hat man ja schon die Kontrolle über Dinge. Und dann kann man ja von Anfang gucken, okay, dann gucke ich, wie kann ich das bei mir vor Ort benutzen? Also da gibt es ja auch Wege, die jetzt nicht automatisch bedeuten, wenn man jetzt mit Internet zum Beispiel auch noch nicht so unterwegs ist oder so, oder da erstmal Annäherung braucht, die vielleicht anders ist als ich. Ja, ich bin 31, ich bin damit aufgewachsen. Also ich hatte meinen ersten Computer, da war ich in der Grundschule. Es ist für mich halt was anderes als für jemanden, der jetzt sagt, okay, ich bin seit 30 Jahren Pastor und möchte da jetzt auch nochmal reingucken, weil ich das irgendwie schon interessant finde, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt da ja verschiedene Ebenen. Also man muss ja nicht direkt anfangen und sich vor einen Livestream setzen und auf einmal Fragen kriegen, wo man den kalten Schweißausbruch kriegt. Ja, da gibt es ja auch Levels. Okay, was können wir denn jetzt so, ich sag mal, ich gucke auf die Uhr, so Richtung Ende des Talks, ich sag mal, den Pastoren, Pfarrerinnen, Pfarrern, die seit 30 Jahren im Dienst sind, auf den Weg mitgeben, die sich dafür interessieren? Ich finde tatsächlich für einen Einstieg, also nehmen wir mal an, der Pastor, die Pastorin, die da jetzt schon unterwegs ist so ein bisschen, die sind technisch jetzt, also die haben schon ein Smartphone, das ist jetzt so das, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Ich finde ein total Netzwerk, was man gut benutzen kann, wäre zum Beispiel Instagram. Also ich würde jetzt nicht damit anfangen und sagen, so, ich starte jetzt morgen einen YouTube-Kanal, der nächste Woche 1 Million Abos haben soll. Das ist ein bisschen illusorisch. So. Aber ich sag mal, Instagram, da geht's da, habe ich zum Beispiel letztens mit unserer Pröbstin drüber geredet, weil die es auch ganz interessant findet. Das ist eine einfache App, da geht es nur um Fotos. Ich mache die Fotos, ich stelle die rein. Das wäre so ein Einstieg, wenn man sagt, ich möchte das einfach mal ausprobieren. Und ansonsten eben so den Mut haben, auch mal was Neues zu entdecken, glaube ich. Weil wir sind ja als Pastorinnen und Pastoren immer in einer gewissen Öffentlichkeit. Also meine Predigt, mein Gottesdienst ist öffentlich. Wenn ich was im Gemeindebrief schreibe, ist es auch eine ausgewählte Öffentlichkeit. Also wenn ich in meinem Intro für einen Gemeindebrief davon schreibe, was Witziges bei uns zu Hause Weihnachten passiert ist, weil ich damit irgendwas anderes sagen möchte und da ein Beispiel finde als Anknüpfungspunkt, da gebe ich auch was von mir, was eigentlich persönlich ist,
in die Öffentlichkeit, aber ich wähle es halt aus. Und ich glaube, das kann man immer im Hinterkopf behalten. Ich wähle die Öffentlichkeit aus und ich wähle aus, was ich in die Öffentlichkeit stelle. Und dass man sich da vielleicht so einen kleinen Punkt sucht, wo man sagt, da bin ich jetzt mal mutig und probiere das mal aus. Ich glaube, das ist so ein erster Schritt, dass man so ein bisschen Pioniergeist hat und dass man sagt, ich teste da einfach mal was. Ja, und bei Instagram dann, glaube ich, auch gerade mal die Stories austesten. Also nicht nur Die sind nach 24 Stunden weg. Genau. Genau. Und das hat was, um sich selber auszuprobieren, glaube ich, und zu sehen, wie kommt das rüber, wenn ich das dann auf dem Handy betrachte oder im Internet sonst betrachte. Okay. Ja. Als Medienpädagoge, der lange Zeit in der Jugendarbeit auch war, frage ich jetzt natürlich, gibt es irgendwie Ideen oder Ansätze, ich sag mal gerade junge Leute, Konfirmanden da auch mal mit einzubeziehen? Ich meine, Lutz, vielleicht kannst du davon ja auch was du erzählen. Du bist ja auch sehr aktiv bei dir in der Gemeinde, was, ich sag mal, die Medienpädagogik angeht. Also, die Schwierigkeit ist, natürlich gibt es da Ansätze und wir machen ja in der EKN auch den Young Clip Award, um Videos ins Internet, auf YouTube zu kriegen. Da ist die hohe Schwierigkeit, wenn wir das machen, dann ist das okay, wir wissen, was wir tun und wir wissen, was wir darstellen. Hast du ja gerade gesagt, wenn ich da mit Jugendlichen zu tun habe, dann brauche ich einen langen Zettel an Einwilligung und dergleichen mehr, was es nicht gerade einfacher macht. Ich bin da jetzt gerade am Gucken mit unseren Konfis, weil wir da die ersten Videos hochladen wollen. Nichtsdestotrotz, die Konfis haben totalen Spaß. Also ich habe letzten Dienstag aufgenommen für unseren Young Clip Award für das erste Thema. Der Spaß war ohne Ende da bei den Jugendlichen. Und jetzt müssen wir nur noch die Eltern überzeugen, dass die das auch dann erlauben, dass es hochgeladen wird und dann im Internet öffentlich da ist. Also das ist die Hürde. Aber ich glaube, dass ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass das mit den geilen Schnitten und so weiter sein muss, sondern da wird auch eine kleine Geschichte erzählt, die Jugendlichen von sich erzählen, die ich dann vielleicht auch später mal in Konfi nochmal nutzen kann bei anderen. Und die denen ganz anders im Gedächtnis bleiben, auch selber und auf ihrem Handy bleiben am Ende. Und noch in 4 Jahren, das hatte ich im November, sagte eine Mitarbeiterin, das hast du doch mit uns vor 4 Jahren auch gemacht. Hier, guck, ich hab's noch auf dem Handy. Das ist ein unschätzbarer Wert. Ja. Weil man auch dadurch ganz stark an der Lebenswelt einfach mit dran ist, ne? Okay, gut. Da gibt es doch Fragen. Im Chat sehe ich nur noch Hinweise. Die haben wir alle genannt. Internet, Gottesdienst, Streaming. Haben wir hier noch Fragen? Annegret. Ich wollte gerne noch mal die Inhalte checken. Oder also noch mal einen Kommentar oder also mit dir darüber sprechen, wie du inhaltlich deine Videos gestaltest. Also du hast ja so Fangfragen, wie finde ich die richtige? Und dann wird da der Tisch gedeckt und so weiter. Und man denkt, jetzt geht's los. Und dann flirtest du mit deiner neuen Bibel. Super Intro, aber ich denke so, verdammt, jetzt hast du mich aber ganz schön hängen lassen. Also als Theologin interessiere ich mich dann in der Tat für die Bibel, die du dann intensiv vorstellst. Aber das ist schon fast ein Nerdwissen, was du da in diesem Video abgeliefert hast. Das ist das eine. Und jetzt das andere von heute Morgen hatte ich mir vorhin gerade nochmal angeschaut. Da kündigst du an, über den Tod zu sprechen. Dann kommt aber so nach 3/4 der Zeit, lerne deinen Schöpfer kennen. Mhm. Also da muss ich schon mal schlucken, weil ich ein anderes Thema erwartet hatte. Also noch, dass du mehr über was ist ein Sterben, ja, also wie kann ich mit anderen ins Gespräch kommen, wenn wir jetzt schon über das Sterben reden wollen. Und dann kommt da so eine Glaubenskurve. Die mich aber auch ein bisschen ratlos zurücklässt, weil was heißt denn das dann eigentlich, den Schöpfer kennenlernen? Also du hast ja dann so einen visuellen Impuls,
dass du die Naturbilder nochmal zeigst. Das ist so für mich schon mal eine Antwort auch darauf. Aber ja, also wie geradeaus verpacken wir unsere Inhalte? Wie sehr muss ich erstmal eine visuelle oder eine andere Schleife finden, damit die Leute dann auch wirklich noch ein Stück tiefer schauen? Ja. Dieses, also fachsprachlich nennt man das ja Clickbait, also dass man ein Video betitelt und dann kommt was anderes sozusagen. Das ist bei diesem So findest du die Richtige tatsächlich auch das krasseste Beispiel. Also im Normalfall sind meine Videos einigermaßen so betitelt, wie das, was dann auch kommt. Also das ist nicht so eine komplette 180-Grad-Wendung wie bei diesem So findest du die Richtige Video. Da kam es tatsächlich daher, dass ich diese Idee hatte, also ich wollte, das ist so ein bisschen wie wieder diese Aufhängersache. Ne? Es gibt auch so ein Video, was darf ein Pastor anziehen? Da war der Aufhänger und dann zeige ich meinen Kleiderschrank und der Gag ist, da hängt nur ein Talar und eine Albe drin und die erkläre ich dann. Und ich wollte halt ein Video dazu machen, Talar, Albe erklären. Wollte mich aber auch nicht hinstellen und sagen, guck mal, das ist ein Talar, das ist eine Albe und jetzt rede ich da 10 Minuten drüber. So, also es muss ja auch irgendwie ein bisschen interessant sein, denke ich mir immer. Und was ich gucke, ist, dass ich nicht zu viel Inhalt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, nicht zu viel Inhalt in ein Video packe. Das ist auch so ein Ding, was ich bei meinen Predigten gelernt habe. Meine ersten Predigten waren viel zu kompliziert. Meine späteren Predigten waren dann so klassische 3-Punkte-Dinger, die dadurch besser verständlich wurden, weil ich die nicht mehr ausformuliert habe, sondern nur Stichpunkte habe. Und inzwischen ist es so, dass ich tatsächlich 1-Punkte-Predigten mache. Also meine Predigt hat eine Message und das ist bei den Videos im Endeffekt auch so. Also ich mache dann lieber 3 Videos über den Tod, bevor ich 1 mache und das Thema Tod abschließend behandle, was ja sowieso nicht funktioniert. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter. Also ich sage nicht zu einem Thema alles, sondern ich nehme mir 1 Punkt raus, der dann manchmal tatsächlich auch im Video kommt. Also manche Videos von mir sind gescripteter als andere. Also bei manchen sage ich mir, ich will genau das, das, das und das sagen. Bei manch anderen entwickelt sich auch, während ich erzähle, was anderes. Und das ist dann auch manchmal gut. So, das passiert mir bei Predigten auch. So. Und wenn das so ist, dann ist das so. Und mir geht es dann eher bei Videos manchmal darum, irgendwie auch einen Gedankenanstoß zu geben, als jetzt abschließend ein Thema sozusagen, jetzt hat der Pastor die Antwort gegeben, du ist gut. Also das ist auch nicht mein Anspruch. So. Ist so ein bisschen dazwischen manchmal. Klar, theologisch kommt aber schon irgendwie immer die Glaubenskurve, hast du das gerade so schön gesagt. Ja, und da ist mir auch wichtig, dass die Leute eben irgendwie zumindest den Drang dann kriegen, okay, der hat jetzt nicht nur drüber geredet, sondern der möchte auch, dass ich mal drüber nachdenke. Also es soll schon persönlich werden auf einem gewissen Level auch. Ja. Genau. Okay. Ja. Noch weitere Fragen? Frage nicht. Ich fände es nur schön, wenn du auch mal wenn sich digitale Kirche lebendig trifft, das mal schaffst, vorbeizukommen hier oder da. Weil ich glaube, gerade so auf Barcamps oder sowas wäre das cool, wenn du da auch das teilen könntest. Und dann sind mehr als 7 Leute da, die das mitbekämen. Also Einladung dazu. Cool, vielen Dank. Ja. Wir haben bei uns hier oben im Februar, glaube ich, 1. Ja. Da bin ich leider nicht, weil ich da Konfitag habe, der schon lange feststeht, um wieder auf die Konfirmation zu gehen. Aber im Normalfall würde ich da auch gerne dann mal aufschlagen beim nächsten Mal, ja. Oder auch beim Kirchentag. Ja. Ich weiß nicht, ob du da bist. Von Haus aus noch nicht. Ich wurde da angesprochen, weil es da ja auch, glaube ich, an dem Freitag irgendwie was gibt. Genau. Okay. Gut, wenn sonst keine Fragen mehr da sind, Gunnar, erstmal dir herzlichen, ganz, ganz lieben Dank, dass du jetzt hier dazugekommen bist und auch so berichtet hast, Rede und Antwort gestanden hast, noch ja mit in die Diskussion gehst. Also ich glaube, Diskussion kann jetzt ja gleich noch ein bisschen weitergehen, wenn noch was da ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall dann die Aufzeichnung erstmal beenden. Sie wird sehr wahrscheinlich dann im Laufe des Tages dann auch online gestellt und darf auch nächste Woche auf den nächsten Talk schon wieder hinweisen. Wir haben diesmal nur einen Übergang von einer Woche mit dem Heiko Wolf zum Thema Padlet.
Und ja, freue mich natürlich, alle möglichen Leute da auch zu sehen und wünsche in dem Sinne erstmal alles Gute und ein schönes Wochenende. Macht's gut. Vielen Dank. Dankeschön.